So, willkommen zum Tutorial über die verschiedenen Lightning Apps, die ihr auf dem Handy benutzen könnt. Ich mache das heute mit dem iPhone. Ihr seht schon hier ein paar Apps auf dem Bild. Es gibt drei verschiedene Apps oder Kategorien, die ich verwende für das Ganze. Zum einen sind das die Apps, die sich einfach mit der Note verbinden. Also wenn ihr eine Full Note daheim laufen habt, mit einer Lightning-Implementierung, sei es LND oder eine andere. Und so eine App verbindet sich dann einfach mit eurer Note. Wenn ihr auch außer Haus seid, dann benutzt die App Tor und verbindet sich damit. Na, das wäre zum Beispiel jetzt hier Zap oder Zeus Lightning. In der zweitletzten Reihe rechts. Ne? Dann gibt es Apps, die keine Full Note brauchen, die für sich laufen, und da gibt es die zwei großen Unterschiede, Custodial oder Non-Custodial. Da seht ihr jetzt zum Beispiel, Blue Wallet ist Custodial, ich glaube nur im Lightning, also die anderen Wallets sind Non-Custodial. Dann Breeze ist Non-Custodial, Wallet of Satoshi ist wieder Custodial und Moon Wallet ist Non-Custodial. Wir werden die alle mal benutzen, mal sehen, wie die so funktionieren. Die haben halt alle bestimmte Vor- und Nachteile. Ich muss auch sagen, ich bin wirklich begeistert, wie das alles funktioniert hat und wie die Transaktionen auch durchgegangen sind. Und da machen wir einfach mal ein paar Testtransaktionen zwischen den einzelnen Wallets. So, jetzt legen wir mal los mit dem Moon Wallet. Da loggen wir uns ein und erstellen ein Lightning Invoice. Also erstmal oben Bitcoin Lightning, Lightning auswählen. Dann sagen wir den Amount um 250 Cents. Kopieren. Und damit gehen wir jetzt in die Zap Wallet. Dort pasten wir das dann rein unter Senden und unten Paste. Und Senden. So. Dann können wir eigentlich schon gleich in die Moon Wallet wieder rüber. Da zeigt es uns nämlich sofort an. Receive ist ja noch da, aber da oben sehen wir, unsere 250 Sets sind praktisch angekommen. Jetzt machen wir das mal mit der Wallet of Satoshi. Und da machen wir das Gleiche. Wir sagen Empfangen und geben hier auch einen Betrag an. 1500 Sets. Dann klicken wir auf den QR-Code, dann packt es sofort in die Zwischenablage. Gehen wir rüber zu Blue Wallet. Einpacken, der erkennt es ja sofort, dass da was in der Zwischenablage ist und fragt, ob man das bezahlen will. Fertig, da oben zeigt es uns schon an, bei der Wallet of Satoshi schon ankommen, Zahlung angekommen, zack. So schnell geht Lightning. Machen wir es mal mit, da haben wir noch Breeze, oder? Nehmen wir Breeze. Empfangen, auch eine Invoice erstellen, geben wir jetzt auch mal 1500 ein. Text können wir noch eingeben, Test, dann kopieren wir die Invoice und gehen jetzt zum Beispiel zu Zap wieder. Zahlen mit Zap, wieder das gleiche, Paste, zack und sollte gleich durchgehen. Payment successful. So einfach geht Lightning.